Das letzte Mal online war ich wohl angeblich vor 3,5 Monaten. Hast du Also das dann besser offline gesagt gezockt vor oder was? 4 Tagen und 3 Monaten, ja. Nicht ganz 3,5 Monate, aber naja. Erstellen, glaube ich, muss ich. Genau. Ja, ich stelle erstmal, ich Ich suche warte jetzt mal gerade. welche Strecke, worauf hast du denn Bock? So. 2 Sekunden mal. So, momentan bin ich eigentlich hauptsächlich eingefahren auf GT3-Fahrzeuge. GT3 bin ich auch sehr gut eingefahren. Also was hast du? Okay. Was für eine Strecke hast du? Boah, Strecke, ich kenne da momentan gar nicht allzu viele. Na, wie Das viel kennst Einzige, du was ich denn? halt Oder mal. welche? Gummi, Gummi, Ja. Gummi, Nordschleife. Ja, Komm aber nicht die bloß nicht, ich bin ganze, hier nicht die einmal gefahren, ich ganze. dachte, ich bin endlich im Ziel und ich war immer noch eine halbe Stunde unterwegs. Natürlich, Alter. Schon die Nach ganze. Nordschleife Nordschleife gar nicht mehr GT3 groß. fährst du ungefähr 8 Minuten. Ja, also, wo ist das Wenn du Problem? gut bist. Ja, okay, also Gibt ich doch habe es Leute, die einmal fahren mit dem getestet. Bus drüber. Das eine Mal, wo ich Achso, gespielt du habe, meinst Spiel. habe ich es getestet, Nordschleife mit GT3-Fahrzeug. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht und war immer noch nicht im Ziel. Dann bist du aber langsam gefahren. Nee, ich bin einfach bloß in jeder scheiß Das ist Kurve ein rausgeflogen. Schwabe, der spart Sprit. Ja, genau. Schön mit 30. Also wir könnten, also was ich immer ganz gerne fahre, ist die Nürburgring Sprint. Die kennst du bestimmt. Okay. Nee, nicht wirklich. Echt nicht? Okay. Also ich fahre ganz gerne die Nürburgring Sprint. Beziehungsweise das ist die typische Nürburgring Strecke, die dann halt um Formel 1 Autos fahren. Okay. Da gibt es von der Sprint nochmal die kurze Variante. Aber die kurze finde ich blöd. Also ich nehme dann. Ja, mach einfach mal. Okay. 3 Runden ist ein bisschen wenig. Ich mach mal nur Freunde. Passwort festlegen brauche ich nicht. Wobei, nee, brauche ich nicht. Lobbynamen festlegen brauche ich auch nicht. Obwohl, doch, warte mal, was können wir da nehmen? Ich nenne das Ding einfach mal Thunderball. Okay. In einem Wort Nenn's lieber natürlich. Donner Balken. Halt die Fresse. So, und. Warte mal, ich mach aber einen Abwehrspieler dann. Möchte ich aber noch nicht. So. Okay. Rein theoretisch war, wie bin ich soweit? Okay, dann werde ich mal aus dem Skillspielen wieder rausgehen. Klingt aber Ja. die nichts, oder? Ich würde Sei doch sagen, mal ehrlich. wir machen mal 70. Bringt nichts, das ist eigentlich bloß Zeitvertreib. Pass auf, wir machen 21 Runden. Boah, Alter, jetzt übertreibst du mal nicht. Ey, das geht schnell, du fährst in Ich Runde besuche mal einen 1,30. Das ist die Sprintstrecke, die ist also 1,32, 1,40, glaube ich. Na, okay, pass auf, wir machen 15 Runden. Okay. Boah. Maximale menschliche Gegner 15, KI-Fahrer Dauer natürlich. von den Updates 1 Stunde 47 Minuten noch. Meinem Arsch. Wenn Sag einfach Bescheid, wenn du erstellt Steam hast, dann suche ich fällt. nämlich. Auf jeden Fall. Du sagst Bescheid, wenn du fertig bist, Schwabi, ne? So, wart. Also ich bin jetzt auf dem spontanen Spiel. Bloß sagen, Ja. wann ich drücken soll. Ja. So. Ja, bei mir, ich bin auch drauf. Komm mal. Also 3, 2, 1, go. Ach so, noch was. Ne. Wir haben Okay. wir machen einen Please enjoy the Pflichtboxenstopp. journey. Das heißt, du musst einmal auf Ah, jeden Fall in super. die Runde, einmal musst du auf jeden Fall in die Box fahren, in den 16, Okay. die wir jetzt Halt, da fahren, bist du ne? ja. Richtig. Gerade voll verballert, Alter. Ich wollte gerade wieder raus. Moin. Hi. Das weiß noch keiner, was Moin ist. Doch. Halbfinale Nummer 1. Ach ja. Was bringt er, wenn man Europameister sind? Wir dürfen ja eh nicht mit scharfen Waffen schießen, also brauchen wir auch kein Europa. So, was ist hier Avatar, du Schrottkopf? Voran. Nichtsgerätchen, weißt du das? Immer so lang rumhampeln müssen. Der heißt Avatar. Da weißt du schon, dass du auf jeden Fall nicht meine Latten am Zaun hast. Machen wir eine Trainingsrunde oder Aufwärmrunde Ja, irgendwie ja, sowas? ja, ja. Du hast Sehr auf gut. jeden Fall Training 1 15 Minuten, Boah. Training 2 10 Minuten, aber die können wir nachher ja auch überspringen oder so. Ja.
Dass ich mir einmal einfahren kann in die Strecke. Omi? Genau, genau, ja. Arbeitest du bei Vodafone oder bei O2? Bei O2. Weil? Meine Frau hat jetzt, die haben ja Base gekauft, ne? Ja. Ist das richtig, dass die, wenn die den Vertrag von MTV Mobile hat, dass die jetzt von O2 das bekommen hat, dass der Vertrag ab jetzt neu gilt? Ja. Also, naja, Moment. Wir übernehmen die Laufzeit so, wie er ist. Also, der verlängert sich jetzt nicht um 2 Jahre. Doch. Ja, also laut meiner Frau doch. Nein, nein. Also offiziell ist es, also der Plan ist der, dass alle also es sei denn, sie hat eine Vertragsverlängerung mit jemandem ausgemacht, aber. Nein. Aber wir haben nicht. Das, den Vertrag. Die Laufzeit, die übernehmen wir. Also wir übernehmen die Laufzeit. Sie kann mir ja mal dann, du kannst mir ja morgen mal ihre Nummer geben und dann gucke ich morgen mal. Muss ich nicht jetzt bitte. Mach das dann, wenn und aber nicht. Kann ja jetzt eh nicht machen. User joined your channel. Aber ich habe jetzt erstellt. Ich kann dich aber, glaube ich, einladen. Okay. Ich konnte irgendwie KI-Gegner. Naja, wenn du da bist, kann ich KI-Gegner machen. Warte, aber ich kann dich einladen. Ja, warte mal. Was zockt ihr denn, Schöne? Project Cars gerade. Guck mir auch mal. Ja, so, das war ein Auto. Hier irgendwo. Kann ich eine McLaren fahren? Ja, kannst du auch. Cool, ich kann kein Auto auswählen. Und kannst du alle GT3 Klassen auswählen? Kannst du einen aussuchen? Nee, bei mir will der nicht. Wie, du kannst auf GT3 gehen und... Nee, bei mir ist McLaren angezeigt Fahrzeug, aber ich kann nicht wechseln irgendwie. Was? Ich habe glaube ich selbe Wagen. Ich habe doch aber GT Klasse 3 und dann. Warte mal, ich gehe mal nochmal raus, ja. Warte mal, ich probiere gerade was. Ich gehe mal in die Einstellungen. Ah, jetzt. Das sind auch manchmal. Warte, ich hab's richtig eingestellt jetzt. Ja. Warte, eine schöne raus. Dass die da aufhören mit der Vorderreihe, ne. Sind sie da am Rand? Hier ein bisschen geht nicht mehr. Na, no, fick den. Hau den weg. Ich so, hab einen neuen erstellt. Jetzt müsste das dann auch gehen. Ich lade dich ein. So, ich war. Was hat er denn da vor? Was hat er da vor? Möchte ich gerne wissen. Ich ficken lassen. Alter, das ist doch keine GT3 Klasse, oder? Ich hab den Audi. Ach den, okay, alles klar. Okay, dann passt's. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das ist dieser LPM1 oder was weiß. Warte mal, ich kann die Sitzung jetzt gleich starten. Normalerweise müsste doch plus 13 KI. Genau, jetzt passt es auch. Zack. Elfenabnutzung mal 2. Jo, soll sich ja lohnen, der Pitstop, ne? Wer zockt gerade Project Cars von euch? Ich und willst du mitmachen noch? Nee. Okay. Nö. Dann ich und du Marcel und gerade. Umi, oder? Ja. Gut. Darf ich euch hochschieben in Online Racing? Ja, kannst du machen. Wir kommen daher eh runter. Wir machen bloß die Runde hier und dann. You were moved. User was moved to your channel. Haben wir auch ein bisschen unsere Ruhe, weißt? Ja. Also wie gesagt, du hast. Ich komme 15 Runden nachher. Jetzt kannst du erstmal gucken, wie viel Sprit du mitnimmst. Ja. Also jetzt will ich das nutzen, jetzt will ich erstmal einfach nur fahren und gucken, wie sich die Reifen bei dir abnutzen. Hat gewöhnt gerade. Naja, das muss dann musst halt gucken, wie viele Runden du fahren kannst, bis die Reifen wirklich im Arsch sind und dein Benzin ja, runtergeht. Okay. Aber unten steht ja 13 Runden, das ist, wir fahren ja bis 15.
weiter. Na, das war wohl nix, hä? Okay. Warum war ich gerade irgendwie voll verpasst? Also pass auf, wenn ich jetzt hier vorbeikommen sollte, überhole ich dich auf jeden Fall innen, dann bleib außen, ne? Machst du ja den Spiegel oder so. Ich muss halt immer gucken, wenn ich dich überhole, wenn du siehst, ich komm ran, dann lass mich halt einfach vorbei, dann sparen wir uns diese Zweikämpfe, die halt so extremst sind. Ja. Also jetzt überhole ich eh nicht. Der Audi sieht ja auch geil aus. Ja, ja. Hört sich auch eigentlich ganz gut. Ich überhole dich jetzt, pass auf. Oh! Wird gerade nach rechts verziehen. Das ist nicht so schlimm, so ein kleiner Bumser kann jeder vertragen. Bin. Oh, die Bremsen. Er ist wieder dran gewöhnt. Ich habe die KI noch nicht schlecht, aber auch nicht zu gut eingestellt. Die sind bei 50%, glaube ich, habe ich die drin. Oh Gott, okay. Aber du siehst ja selber, dass die trotzdem überholst, die ja. Wo bist du jetzt? Bist du in der Box oder was? Hinter dir. Achso. Den CPU-Gegner kämpfst du da aber ganz schön, wa? Wem? Hast du da noch einen CPU-Fahrer neben dir oder hinter dir? Ich sehe gerade bei dem Brett keinen. Okay. Weg. Schon, dass du die Schikane nehmen musst, ne? Ja, sonst wirst du nachher disqualifiziert oder so eine Scheiße.
Ah nein. Handelt also. Ja, geil an, so aus der Außenperspektive. Ja, auf jeden Fall. Naja, fahr dich mal noch im Warm, das zweite Training überspringen wir direkt. Jo. Und da fahr ruhig noch ein bisschen, ich beobachte dich gerade, das wird gerade aufgezeichnet. Und, danach mal, also wir machen dann, danach ist nochmal Training. Da würde ich, also du kannst ja nachher nochmal in die Box fahren, also, oder allgemein starten und in die Box gehen. Und dann deine Boxenstopp-Strategie nochmal einstellen. Ja. Kann ich denn einstellen, mit wie viel Tank ich auf die Rennstrecke gehe? Ja, kannst du einstellen. Und zwar gehst du direkt auf deine Boxenstopp-Strategie nachher und dann stellst du ein mit 8 Liter. Okay. Also ich bin mit 8, 9 Litern, nee, Quatsch, erzähl doch nicht, 21 Liter für 8 Runden oder 10 Runden bin ich genommen. Du kannst natürlich auch 7 nehmen oder 12. Ja. Ganz wie du willst. Und du musst halt wirklich aufpassen, hast du die Bremspunkte von den Dingern? Hast du Hilfelinien drin? Ja. Ja, dann solltest du auf jeden Fall, fährst du Cockpit-Perspektive oder fährst du außen? Ja. Cockpit. Okay. Also wenn die noch grün sind, ist okay. Wenn die langsam gelb werden, solltest du nur runtergehen vom Gas. Wenn sie rot sind, bremsen auf jeden Fall. Ja, ja. Und ja, bei Überholmanöver, wenn wir uns da beide jetzt gleich kriegen und ich merke, ich komme jetzt nicht vorbei, dann lasse ich es auch. Na, dann gehe ich nur runter vom Gas, du gibst weiter Vollgas. Okay.
Mach aber nicht zu viel Risiko, weil du hast ja gerade gesehen, dann triffst du nämlich die Wand nachher, wenn du dich zu sehr auf das Überholmanöver konzentrierst. Und dann verzieht dein Wagen nicht ganz ständig, wenn du da fahren willst. Ja, ich merke es ja. Ich denke gerade erstmal so ein paar Prozent nach links drehen, damit er gerade fährt. Ja, genau. Nee, fahr in die Box und lass das richten. Du kannst es reparieren lassen übrigens. Ja, das weiß ich ja alles. Ah, okay. Und du kannst auch Start drücken und in die Box fahren. Also das. Aber wenn du sowas machst, dann fahr bitte rechts auf die Wiese, ne? Nicht, dass der andere hinten reindröschelt. Ich finde das Spiel absolut geil, muss ich sagen. Es macht echt Spaß. Ja. Ich finde auch diese Online-Lobbys lassen sich schnell erstellen. Ja, das stimmt. Funktioniert auch ganz gut, also ohne Verbindungsabbruch eigentlich großartig. Richtig. Du bist ja auch schon Karriere gefahren. Wie weit bist du da schon? Ja, ich habe nur ein paar Rennen mal gemacht, nicht viel. Okay. Also ich hab jetzt diese Go-Kart-Geschichte habe ich vorbei, ne? Und später das letzte, was du machst, ist Le Mans 24 fährst du. 3 Stunden. Kannst aber eine Stunde fahren und dann lässt du die CPU eine Stunde fahren und die letzte Stunde fährst du dann wieder. Ja, ich habe so ein 24-Stunden-Rennen schon hinter mir. Naja, ich rede ja jetzt nicht von 24, um Gottes Willen, ich fahre ja keine 24 Stunden hier, da wäre ich ja wahnsinnig. Ja, ich hab's durchgezogen. Also mit ein paar anderen. Das ist ja echt krank, ey. Das ist halt was nicht jeder macht. Das ist halt eine coole Erfahrung. Aber was du machst, was du mal machen kannst, also was wir mal machen können, ist eine kleine Online-Liga machen. Was? Eine kleine Online-Liga mit deinen Kumpels. Und dann machen wir jeden Samstag machen wir mal ein Rennen oder sowas. Mit dann müssen wir gucken, 60 Runden. Halt ja, Samstag ja meistens halt immer arbeiten, das ist das Problem. Na, oder sonntags dann halt tagsüber mal. Nachmittags um 14 Uhr oder so, weißt du? So wie halt jeder kann. Jetzt haben wir nochmal freies ja, Training. So richtigen Ligen habe ich ja schon gesehen, so wie bei FIFA mit der Pro League gibt es ja sowas auch hier vor. Ja, genau. Das können wir ja machen, wenn wir 6-7 Leute sind. Dann die anderen, die kommen von ganz alleine. Geh mal auf Boxenmonitor. Beziehungsweise auf Tuning. Boxenstrategie. Boxen. Bearbeite Boxenstrategie. Hier, nee, genau. Tuning, ja. Und da kannst du eine neue erstellen. Okay. Oder du machst die Voreinstellung. Da gehst du ran, da kannst du auch rangehen. Ich habe eine neue erstellt und habe die McLaren genannt. Du kannst deine ja jetzt Audi nennen. Und ja, da siehst du ja schon, da kannst du oben die Regler verschieben und so weiter und so weiter. Ja, ja. Und dann musst du sie danach aktivieren. Also wenn du noch keine weitere hast, musst du die auf aktiv setzen, indem du doppelklickst mit der Maus dann nachher, wenn du die Übersicht hast von den Boxenstoppstrategien. Ja, also okay, ja. Und wenn du soweit bist, dann können wir die Sitzung überspringen und dann machen wir direkt. Ja, dann bin ich soweit. Alles klar. Jetzt kommt Qualifying. Go, go, go! Ich bin schon draußen. Raus. Normalerweise, und jetzt wird es interessant, ist bei richtigen Rennsimulationen auch entscheidend, wie warm die Strecke ist. Okay. Das heißt, normalerweise lassen die anderen Fahrer noch ein paar Leute fahren erstmal. Man wartet so 10, 15 Minuten, dann hat die Strecke eine gewisse Wärme. Und dann fährt man erst auf die Strecke zum Beispiel. Dann hast du einen besseren Grip für die Reifen, weißt du? Ja. Aufgefallen, als ich das 24-Stunden-Rennen gemacht habe, so nach 1-2 Stunden richtig fahren, ist irgendwann hinten am Auspuff alles. Ach, fuck, jetzt habe ich das gekommen. Der Auspuff hinten schwarz, alles. Okay, achso, und denk übrigens dran, deine Reifen, die sind am Anfang kalt. Das heißt, ja, du hast etwas längere Bremspunkte. Aber du hast ja eh die Hilfelinien an, da sollte das eigentlich kein Thema sein. Nö. Ich habe die ja auch an. Ich bin mal ohne gefahren, aber das war irgendwie ein bisschen komisch. Ja, du musst dir, ja, das ist für den Anfang, wenn du erst anfängst, du lernst ja die Strecken kennen, weißt du? Ja. Du hast ja dann eine gewisse
Bremspunktmechanik drin. Das heißt, du merkst dir auf der Strecke links und rechts irgendwelche Punkte und du dann weißt, da muss ich auf jeden Fall spätestens bremsen. Also bei Nürburgring-Sprint habe ich es auf jeden Fall raus. Da weiß ich genau, wann ich eigentlich bremsen müsste. Ich könnte hier locker ohne Hilfe nicht umfahren. Aber okay. Ich schaue ja auch nicht genau, wann die rot werden. Das mache ich auch nicht immer. Ich fahre meist über den roten Bereich sogar noch drüber und bremse erst dann noch ein bisschen. Auch viele Kurven hier, wo du gar nicht bremsen musst, sondern einfach nur vom Gas gehst ein bisschen. Ja.
ich bin fertig. Drei Runden hast du noch Zeit übrigens. Bei drei, vier Runden ungefähr. Zerbeult, Alter, wa? Also echt? Ich hab nur ein Auto habe ich gerade ein bisschen gezogen, weil der so früh abgebremst hat. Okay. Vor allem die ganze Front ist hin. So, doch, ich hatte, glaube ich, in der ersten Runde gleich einen Unfall gehabt. Das ist ganz schön aggressiv, Kollege. Ah, den hast du schön überholt auf jeden Fall. Naja, noch nicht ganz, aber... Oh, der ist nicht durch. Ja, hab ich auch gerade gesehen, ja. Ach, verdammt. Gar keinen Tank mehr. Oh. Warten. Wie viele Runden bist du jetzt gefahren? War das nicht irgendwo, links steht das R. R6 Runden. 6 Runden, ah, dann solltest du. Aber ich hab noch. Nee. 6 Runden. Ah, ich glaub. Also ich habe für 10 Runden habe ich Sprit drin auf jeden Fall. Ja, wollen wir zur nächsten Sitzung? Ja. Können wir machen, oder? Ja. Warm-up brauchen wir eigentlich nicht, oder? Oder willst du noch eine Runde fahren? Ja, ich denke es. Okay. Dann starte ich jetzt, ja? Ja. Musst du noch mal pullern? Nein. Okay. Let's really focus on those lights now and hold pole position. Oh, bist du neben mir, wa? Weil der Schweine ist noch. Alter, was reimt denn bei dir da so?
locks now. You must pit for your mandatory change of tires. Also ich muss in die Box, das habe ich gemacht. Fahr nicht rein. Das ist ein Fehler. Boy. Der hat dir irgendwas gesagt wegen der Reifen, oder? Ja, ich konnte es nicht lesen. Du hast jetzt für 55 Runden Sprit, du kannst dir aussuchen, wann du in die Box fährst. Aber einen musst du machen. Die wollten uns jetzt in die ersten Runde, würden die uns jetzt in die Box schicken. Das ist natürlich affig, das machen wir hier mit drin, wenn wir uns den Vorsprung festgefahren haben. Zeitweilig sogar vorbeigelassen. Lassen. Okay. Und es war, also wie gesagt, wenn ich sehe, dass du nicht wirklich sehr viel schneller bist, also wenn du rankommst, dann lasse ich dich auf jeden Fall auch vorbei. Gar keine Frage. Ja, bevor ich mir hier einen Zweikampf mache und mir die Achse nachher breche oder sowas, da haben wir sowas immer vermieden. Ja. Aber noch habe ich einen ganz guten Abstand, wie Sie sehen. Ja, du kommst in den Kurven ein bisschen besser weg als ich. Fährst du Automatik oder manuell? Ich fahr tatsächlich Automatik. Ah, okay, ne, ich fahr manuell. Hinten am Lenkrad die zwei Pads halten. Okay, da gebe ich Gas. Nee, ich fahr mit Lenkrad. Ach so. T27. Mit der Bestzeit lag mit demselben Auto, aber bei 1,27, 1,28. Da muss ich halt ein bisschen konzentrieren, weil du ja dann 3-4 Mal drauf tippen musst, um runterzuschalten. Ja, richtig, genau. Bisschen, also kann sich auch nicht viel weiter. Die Reifen schlieren ja übel, jetzt merkst du das auch? Was geht eigentlich?
you a warning for cutting the track, so you gotta start respecting track limits. Keep it between the white lines. Das war die Zeitstrafe. Links. Ah, ist schon wieder rausgemodelt. Ben. Weiß ich nicht. Oh. Leading by 1 second, try and extend the gap if you can. Fährst du in die Box? Oh, ich wollte mal gucken, welche Runde ich überhaupt bin. Ja, wir sind in der 6. Jetzt. Wir sind in der 7. Ah, ich weiß noch nicht. Also ich fahre nächste auf jeden Fall schon mal rein. Du kannst ja danach reinfahren, dann vielleicht kannst du in der Zeit, wo ich in der Box bin, eine bessere Zeit rausholen. Hast mich dann sogar schon. Die Zeitstrafe hat mir echt das Genick gebrochen. Das finde ich ja cool, dass er mal abkürzt und die Zeitstrafe kriegt. Ja, ja, wenn du es so machst, bist du irgendwann raus. Ja, das ist mir auch versehentlich passiert, das wollte ich gar nicht. Ja, nein, das war richtig, aber trotzdem. Schon relativ realistisch. Ja, früher war das bei uns so, da haben wir geguckt, ob jemand abgekürzt hat und dann wurde die Zeitstrafe dann am Ende dann der Runde, also am Ende des ganzen Renns gemacht. Und ja, wenn der eine 3 Sekunden Vorsprung hatte, gab es eine Zeitstrafe von 5 Sekunden bei Abkürzen. Okay. Dann kann es durchaus sein, dass man dadurch einen Platz verloren hat, ne? Ich habe mir wieder weiche Reifen.
Okay, bist du mit hart oder was gefahren? Ja, mit mittleren. Okay. Medium. Also die letzten Runden brauche ich weicher, das reicht. Nein, doch. Oberreg langsam auf. Hast du schon in der Box drin, Lena? Ich bin gerade. Langsam. Ja, das ist normal. Das ist ja keine Formel 1 Cruise, ne? Oh fuck, ich hätte gar nicht zugemacht. Und gleich mal meine Bestzeit gehalten, 1,28, jetzt habe ich sie. Vergessen bitte Fenster zuzumachen, ich dachte das geht automatisch. Was, Fenster zumachen? Dieses Fenster, wo schließen steht, wo die Einstellung einstellen kann. Achso, nee, da musst du, ja. Kannst du es ja auch nochmal bearbeiten. Ach scheiße, echt jetzt? Das war aber nicht der Grund. Ja, ich hab gerade so ein paar Sekunden gedacht, das geht weg und dann, oh nee. Ein paar Sekunden verloren. So viele Sekunden von was vorhin auch bei den anderen Autos da unterwegs, ne? Du warst schon überrundet, ne? Nee, noch nicht. Nee, echt nicht? Ich hab gedacht, ich hab dich da vorhin im Mittelfeld von irgendwelchen Autos da gesehen. Weil wenn du überrundest, verlierst du auch haufenweise Zeit, weil du ja die Überholmanöver wieder richtig ansetzen musst und so. Er sagt er mir gerade, ich habe 10 Sekunden Vorsprung, ich sollte weiter so machen. Erlaubt ihr bloß keine Fehler. Ja, das sind die 8 Sekunden wahrscheinlich, die fehlt haben jetzt gerade, weil ich das Fenster nicht so. Ah, das ist echt 8 Sekunden, hast du gewartet, bis es gemerkt. Das ist krass. Ja, mir war es, als wenn es mal alleine einfach weggeht, wenn ich alles eingestellt habe. Okay. Ja, lass mal, mir ist letztens was passiert, das war richtig dumm in der letzten Runde. Nach meinem Boxenstopp, also davor, also ich bin eigentlich 15 Runden gefahren, Boxenstopp und nochmal 15 Runden, ne? Ja. Und in der letzten Runde von der zweiten Boxenstopp-Geschichte, also eigentlich hätte ich gar nicht mehr reingemusst, habe ich beim Überholen irgendwie die Achse gebrochen. Da musste ich nochmal schnell rein. Also ja. Die Achselreifen war halt kaputt. Also doch, die Achse hat geschlackert, genau. Und dann bin ich schnell rein, habe den Wagen repariert und bin in der 29. Runde.
den zu kriegen. Und dann habe ich ihn überholt und in der letzten Kurve vor der Zieleinfahrt hat mich die CPU weggecrashed. Ja, das hatte ich auch. Ich habe ein 2-Stunden-Rennen gemacht und so in der letzten Runde von den 2 Stunden haben sie mich auch weggeschoben. Da hatte ich dann keinen Bock mehr. Da war, naja gut, ich bin Zweiter geworden, aber war ärgerlich auf jeden Fall. Ich nicht, ich war irgendwie 10. oder so. Ach nein, jetzt, ach Mann, ich hasse. Ist das jetzt Kurve? Ja, diese blöde Kurve, die Schikane, da fahre ich irgendwie immer durch. Ach, Zeitstrafe. Zweite Mal oder so jetzt. Nein, ach ich probe, ey.
machen kannst, wenn du kurz vor der Schikane bist, der letzte Abschnitt beginnt. Das ist übrigens auch der Bremspunkt. Ne? Ja, nur irgendwie. Da gehe ich voll in die Eisen und warte so lange, bis ich dann in die Kurve komme. Also, so war ich jetzt dort auf jeden Fall. Das habe ich mir da recht einfach gemerkt. Und bei der Zielgeraden, da die erste Kurve, da bremse ich, wenn ich langsam merke, es geht bergab, da ziehe ich, da gehe ich voll in die Eisen erstmal. That was a masterful piece of driving. Great job, bud. See you in the pits. Bist du im Ziel, ja, ne? Das war's.